Der Stand der Empfängnisverhütung in Europa ist nach wie vor sehr ungleich. Die Daten wurden nur eine Woche vor dem Valentinstag enthüllt, der die romantische Liebe feiert. Laut den Autoren des sogenannten Verhütungsatlas gibt es viel zu tun, um Familien zu helfen, Kinder planbar zu bekommen. In den 46 Ländern Europas verwenden nur 57% der Frauen moderne Verhütungsmittel. Auch ein Drittel der Schwangerschaften ist nicht beabsichtigt, was nicht ungewollt bedeutet. In den EU-Ländern ist der Zugang zu Verhütungsmitteln, Beratung und Online-Informationen sehr unterschiedlich. Am besten ist die Situation in Frankreich und Belgien, am schlechtesten in Polen und Ungarn. Die Experten empfehlen den Regierungen sicherzustellen, dass Verhütung von den nationalen Gesundheitssystemen abgedeckt und ein spezielles Programm für Jugendliche eingerichtet wird. Many young people, they may have family plans, but family plans for the next couple of years. And so that means that they may be better suited for certain types of contraception, which are long-acting and reversible, rather than some others which require a daily reminder, such as a contraceptive pill. Nur 43% der Länder sehen in ihren nationalen Gesundheitssysteme die Möglichkeit vor, die gesamten oder teilweisen Kosten für die Verhütungsmittel zu übernehmen, einschließlich der teureren Arten wie Injektionen, Intrauterin-Pessare und Implantate. Eine informelle Gruppe im Europäischen Parlament verlangt mehr Eigeninitiative der EU-Institutionen. The problem is that the European Commission has always been extremely timid and reluctant, not daring to go there because, you know, the Commission thinks it's too political. I mean, there are campaigns about cancer, obesitas, Alzheimer. Why not about contraceptives? Why not about family planning? Because that is part of public health policy. Der Atlas zur Empfängnisverhütung trug bereits zu Gesetzesänderungen in 7 Mitgliedstaaten bei.